So, jetzt keinen Fehler machen. Einmal das hier und einmal das hier. So, und Technology secure. Ja, ist okay. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sie das hier besiedelt haben. Erkenntnis über das enigmatische Tor. Ich brauche keine Erkenntnisse mehr darüber, die sind schon aktiv. Ach ja, ich sehe, was los ist. Auf Avalon. Ich laufe. Das ist das Problem mit im Moment mit Zeitpunkt 2. Am Ende läuft man die ganze Zeit nur noch seinen ganzen Planeten hinterher. Und den Sektoren, da ich sie nicht selber festlegen kann, vertraue ich ihnen nicht. Warum können Priki überhaupt arbeitslos sein? Ja, toll, weil viele von ihnen auch, weil viele von ihnen wohnhaft sind. Construction complete. Das muss noch geändert werden. Aber das dauert noch ein wenig, bis ich das machen kann. Star System charted. Construction complete. So, ihr zwei, was? Construction complete. Auf. Ich muss noch die übrigen zwei Flotten erstmal da lassen. Aber der Rest kann schon mal versuchen, das hier zu sichern. So, wir lassen erstmal noch hierher kommen. Wir können bei der Gelegenheit auch mal gerade. So, ich glaube, strategische Rohstoffe habe ich wirklich genug. Bis auf exotische Gase. Enemy presence exposed. Udar stati. Technology secured. Udar stati.
So, dafür, dass ich meine Panzerung eigentlich total schrecklich sein müssten. Ich sollte sie vielleicht tatsächlich mal umrüsten. Also die Schiffe. Nur leider waren die Schilde ja vorher immer verbuggt gewesen. Aber dadurch, dass die Anbinden halt selber keine Rüstung haben, sind meine Korvetten halt nochmal stärker gegen sie. Nicht vollständig erkundet. Ja, das ist okay. So, ich ziehe die andere Legion auch direkt erstmal hier hin. Construction complete. 202. Alles klar. Attacking enemy assets. Oh nein. Ich dachte eigentlich, wären Roboter nicht in der Lage, von sich aus zu rebellieren. Ich weiß warum. Ich weiß tatsächlich warum. Ich habe doch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht versehentlich die, dass wir nicht versehentlich fühlenden Gefechtscomputer einsetzen, und genau das haben wir getan. So, du baust eine Sternbasis. So, was machen wir mit Olympia?
So, ihr zieht euch einmal zurück. Ich habe aber auch eigentlich nur Roboter. Ich habe keine Synths oder sowas. Also eigentlich dürften die noch gar nicht in der Lage sein zu rebellieren. Weicht nicht aus. Construction complete. Ja, das hier ist absolutes Niemandsland. Also so viel möchte ich mit den Maschinen hier auch gar nicht zu tun haben. So, dann könnt ihr nämlich springen. Und von da aus weiterfliegen. Ich muss mich gerade echt entscheiden. Ich habe wirklich keine Lust auf eine Maschinenrebellion. Künstliche Intelligenz. Ja, okay. Die Mayas sind weg. Auf Wiedersehen. Dann können wir nämlich zumindest die fühlenden Gefechtscomputer einsetzen. So, ihr seid jetzt wohnhaft, voller Staatsbürger. Ich bin kein Freund davon. Aber das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine Maschinenrebellion. So, die Asiaten wagen hier eine kleine Expedition. Auf Faunus. So, hier terraformieren wir einmal eine Gaia-Welt. Und hier auch. Receiving communications.
Wirtschaftspakt ist okay für mich. Was habt ihr alle gegen Migrationsabkommen? Beiderseitige Drohungen. Technology secured. Ach komm. Ich hab dich immerhin gerettet. Nachdem ich dich unterworfen habe, aber ich hab dich gerettet. So, die Materie Desintegratoren könnten tatsächlich sogar ein passender Ersatz für meine Plasmawaffen sein. Reichweite 120. Reichweite 80 auf jeden Fall. Ja, cool. Also es hat auch Vorteile. Man geht aus den Krisen, wenn man sie bewältigt, auch immer stärker hervor. Receiving communications. Construction complete. So, es gibt wieder 10 verschiedene, weil wir haben einfach 2 verschiedene Maya-Staaten jetzt. So, da werden in Zukunft unsere Truppen ausgebildet und irgendwo möchte ich gerne ein Rohstofflager einrichten. Vielleicht hier drüben. Na, 47.000 Legierungen sind absolut unzureichend. So, hier war das Portal. Und diese ganzen Systeme müssen wir vorher alle säubern. Sind wir zuvor auf Feinde gestoßen? Muss ich die Wachmatrix etwa ausbauen? Ist es jetzt doch so weit gekommen? Das Ding ist, sobald ich in das System mit dem Portal komme, werden alle verbleibenden Anbindenflotten versuchen, dorthin zu gelangen. Es hat Vorteile und Nachteile. Hat natürlich den Vorteil, dass ich sie später nicht mühsam jagen muss. Technology secured. Aber ich sag mal so, das bewältigt eigentlich jede Flotte. So, warum, was befordert hier gerade unseren ganzen Einfluss? Fraktionen. Lokale Rivalität. Ich glaube, es gibt gar keinen Reich mehr, mit dem, wo das irgendwas bringen würde. Föderiert? Nein, definitiv nicht. Technology secured.
So. Ihr kommt gleich hier rein, aber das ist okay. Nee, die machen nur aggressive Haltung. Construction. Aggression intensiviert sich, würde ich behaupten. Wo ist das? Hier. Oh, wow. Wir haben einfach mal Kristalle gefunden. So, damit ist das soweit geklärt. Das kann noch eine Weile warten. Okay, sie haben tatsächlich eine Kolonie eingerichtet. Aber offenbar noch nicht damit begonnen, irgendwas auszubauen. Okay, die Kolonie ist auch frisch. Aber sie machen zumindest was damit. Und sie können... Die können allen Ernstes dunkle Materie abbauen und ich nicht? Deshalb stört mich manchmal, dass es keinen Technologiehandel im Spiel gibt. Construction complete. So, die Asiaten bringen den Kampf zu den Anbinden. Ich kann diesen ganzen Teil da einfach gar nicht mehr sehen. So, es müssen keine Flotten verstärkt werden. Das ist okay. Wobei meine Schlachtschiffflotten alle zusätzliche Schlachtschiffe haben können. So, noch 42 Monate, dann kann ich den letzten Aufstiegsvorteil haben. Dann kann ich mir meine perfekten Sklavenspezies erstellen. Aus dem Pre-Key und den Rackets. Und die anderen kann ich auch ein bisschen optimieren. So, hier kann ein Sternentor hin. Dann kann ich die zwei Systeme nämlich aufgeben. Thank you.
So, hier können wir einmal eine... Nein, wir können keine Rivalität erklären. Weil sie erbärmlich sind. Construction complete. So, und die Anbieter schicken alle ihre halbdezimierten Flotten in den Fleischwolf. Ich meine, ist ja nett von ihnen, aber... So, das ist die... Okay, so langsam das ein bisschen überhand. Das ist die... Dritte Legion. Und solange die das L-Cluster bewacht, sollte sie auch die erste sein, die die Verstärkung kriegt, also die komplette. Das dunkle Volk ist weg. Construction complete. Technology secured. So. Und das andere kann schon mal direkt hier hinfliegen. Receiving communications. Ja, komm. Mineralien von Jobs. Ja, gerne. Colonization in progress. Okay, die Maya-Allianz wird von einem dunklen Krieger angeführt. So viel dazu. So, es werden gerade, genau, es wird gerade was gebaut von der Flotte, ne? Richtig. Aber danach kann man sie direkt mal umrüsten. So, und dieses Sterntor ist auch fertig. So, einmal flüchtige Teilchen und dann werden auch hier einmal Bevölkerungskontrollen, weil es mich langsam echt nervt. Construction complete.
Receiving communications. Construction complete. Sieg ist momentan nicht möglich. Ich meine, wir führen, aber nicht unbedingt 20.000, 4.000. Okay, das meiste kommt aber inzwischen wirklich von den Krisenschiffen, die zerstört wurden. Ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Ich würde sie halt gerne vorher unterwerfen, wenn es geht. Aber die haben halt zum Teil auch... Construction complete. Die haben halt zum Teil auch echt nervige... hier. Garnisonsstärke 2800. Construction complete. So, Zielcomputer, Störsender und Störfeldgenerator. Construction complete. Gibt ihm mehr Leistungen. Hier haben wir arbeitslose Römer. Aber das werden sie nicht mehr lange sein. Zu Bevölkerungskontrollen einleiten. Hier auch. Ich würde mal sagen, ich probiere einfach mal aus.